Peter Rohl ist wieder eine tolle Etappe zu Ende gegangen. Vielleicht zunächst zum Sportlichen. Super Leistung. Erstens einmal vom Mann im gelben Trikot mit seiner Mannschaft. Taktisch sehr gut gemacht. Und dann auf der anderen Seite von Chedez. Klasse Ding, dass er das noch nach Hause gefahren hat. Ja, ich habe die Spitzengruppe vom Start weg verfolgt. Ich war permanent im Auto dahinter und habe mir die Leute ganz genau angeschaut. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es einer geschafft hat aus dieser Gruppe. Das ist schon mal fantastisch. Astana ist heute auch viel, viel intelligenter gefahren als gestern. Gestern war es unnötig, dass sie hier die Gruppe vorne auf eine Minute und noch weniger gehalten haben. Und der Tag verlief eigentlich perfekt. War eine super Währung für den Radsport, super Währung für das Land. Einfach das Beste, was dem Radsport passieren kann. Du bist jetzt auf der anderen Seite, könnte man sagen, also nicht mehr im Sattel, sondern du begleitest die Radfahrer auch mit sehr wichtigen Persönlichkeiten. Wie sieht man dann die Situation so im Rennen? An sich hat sich nicht viel geändert. Ich bin nach wie vor mit Leib und Seele dabei. Am liebsten möchte ich selber noch dann irgendwo mittendrin in der Spitzengruppe mitfahren, aber die Zeiten sind natürlich vorbei. Aber ich merke einfach, dass ich durch mein Wissen und durch meine Kenntnisse im Sport den Leuten sehr, sehr viel vermitteln kann und ihnen den Radsport auch so erkläre, dass er auch für die interessant ist. Und alle, die bis jetzt bei mir im Auto gesessen sind, wollen wiederkommen, die waren fasziniert. Und vor allem bei so einer Abfahrt oder beim Aufstieg wie heute beim Großglockner, da gibt es ja keine andere Möglichkeit, als fasziniert zu sein. Und wie gesagt, die wollen unbedingt wiederkommen. Ja. Oft sind es nicht immer die positiven Dinge, über die man im Radsport in Österreich berichtet, wenn man aber diese Österreich-Rundfahrt mitverfolgt, dabei ist. So viele Zuschauer, es ist ja unglaublich, welche Stimmung da herrscht und vor allem die Leute, denen taugt es ohne Ende. Nicht nur das, der Streckenverlauf, die Organisation der Rundfahrt. Ich war ja 15 Jahre in diesem Business unterwegs, ich habe viele, viele Rennen weltweit gesehen. Aber die Österreich-Rundfahrt gehört, was die Organisation betrifft, ganz, ganz oben hin. Der Streckenverlauf fantastisch, die Zuschauer natürlich quittieren das Ganze mit zahlreichen Besuchen, wenn wir heute die Massen oben gesehen haben am Glockner, auch am Dirntner Sattel hier. Also einfach fantastisch und das ist eben Werbung pur für den Radsport. Begleitest unter anderem Intersport Eibl in diesem Jahr als Partner mit dabei. Ist ein sehr innovatives Unternehmen. Warum haben Sie die gerade für die Österreich-Rundfahrt entschieden? Ich glaube ganz einfach, weil der Output von der Österreich-Rundfahrt extrem groß ist. Man sieht einfach die ganzen Leute hier, die schauen sich den Stand an von Eibl, die schauen sich den Stand an von allen anderen Firmen, die hier ausstellen. Die sind einfach interessiert daran, wer unterstützt eigentlich die Österreich-Rundfahrt und Eibl hat sich da, glaube ich, absolut richtig entschieden, weil einfach tausende von Leuten am Streckenrand stehen. Die Fernsehübertragung natürlich ist ein ganz, ganz wichtiger Part davon und ich glaube, ja, das Drumherum passt, es wächst von Jahr zu Jahr und es wird auch nächstes Jahr noch größer werden, so hoffe ich zumindest. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall noch auf die letzten 3-4 Tage Richtung Wien und es wird einfach eine fantastische Woche werden. Ja. Wir wünschen noch viel Spaß. Danke sehr. Bitte.